Leute, jetzt unbedingt dranbleiben, es gibt Neues vom Flohmarkt. Alles Angebot habe ich gekauft von meinem Video. Okay, nehme ich alles gut. Wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen willst, dann drückst du hier unten auf Abonnieren. Das ist für dich völlig kostenfrei, da brauchst du keine Angst haben. Kriegst du direkt Bescheid, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Alles gut, alles gut. Alles kann ich frei. Was willst du dafür haben für die Spiele? Alle 30? Ja. Und eins? Okay Leute, lasst uns mal kurz rechnen. Wenn ich 4 Spiele kaufe, bezahle ich dafür 30 Euro bei ihr. Wenn ich nur eins kaufe, bezahle ich 7. Das heißt, ich muss alle 4 einzeln kaufen, damit ich auf 28 komme, weil im Bundle sind sie teurer. Machst du 5 eins? Kirby Stream Land solltest du auf jeden Fall in deiner Sammlung haben. Ist jetzt zwar nicht mehr die schönste Version, ist schon so ein bisschen vergilbt, wie man hier sieht. Sieht man auch hinten so ein bisschen. Aber ich glaube, für 5 Euro ist das schon okay. PlayStation 1 pro Stück 1 Euro. Pro Stück 1 Euro? Ja. Ah, da ist die Hülle leider ein bisschen. Ja, ich sehe schon, ja, na gut. Aber ansonsten scheint er. Wir sind ja alles original. Ich hab damals mal alles aufgehoben und. Also dann 3 Euro zusammen quasi? Oder? Genau. Mhm. Theme Park sollten eigentlich die meisten von euch kennen. Das ist so eine Art Wirtschaftssimulator, wo du halt deinen eigenen Jahrmarkt aufbaust. Hast halt alles drin, was drin gehört. CD, sieht einwandfrei aus, kannst du nicht meckern. Bad & Black's The Serious Crashdown sagt mir überhaupt nichts. Also gerade auch The Serious kenne ich überhaupt nicht. Ich hab's mal ganz kurz angespielt. Das scheint so eine Art Shooter zu sein. Das kann man hier hinten noch erkennen. Ist halt auch im super Zustand, ne? Anleitung ist da, CD ist super. Ja, und zum Schluss noch Monopoly. Na gut, das habe ich zwar schon, da werde ich höchstwahrscheinlich die CD einfach nur nehmen und durch meine ersetzen, weil die halt noch ein bisschen hübscher ist. Was wollen Sie für den Monopoly haben? Was willst du für das Monopoly haben? 3 machen? Ja, dann würde ich mitnehmen. So Leute, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Monopoly ist noch sealed von 93, also 26 Jahre alt. Hat mal 44,50 € gekostet. Ja, wie man sieht, das ist immer noch eingepackt und verschweißt, original. Wenn sich einer von euch damit auskennt, schreibt mir das mal bitte unbedingt in die Kommentare. Ich will unbedingt wissen, was das Ding noch wert ist.
Also kann man über den Preis nochmal sprechen oder ist das... Was hat mir denn gedacht? Was wollten Sie für das haben? 15. Ist das ein 10er vielleicht? Welche wollen Sie nur einen oder was? Ja, das hier ist nicht... Das ist jetzt auch nicht, also das ist jetzt nicht so diese spannenden Spiele, sag ich mal, die jetzt wirklich... Nummer 13 würde ich machen. Nummer 12 sagen, Nummer 12 machen? 13, 400 Preis. Zurück in die Zukunft. Ja, aber die Hülle kann man ja austauschen. Wichtig ist ja der Inhalt und das Heft, ne? Würden Sie die Hülle austauschen? Und wie gesagt, für 12 nehme ich so. Dann. Ja, aber 13, da täuschen wir so. Ja, Freunde, ihr habt es gehört, 13 Euro, dafür jetzt mit einer schöneren Hülle. Ich hätte es auch für die 12 genommen und hätte die Hülle selbst ausgetauscht, aber er wollte es halt gerne so machen. Ja, das Spiel ist im astreinen Zustand, gerade die Anleitung sieht super aus, das Spiel sieht super aus. Und als Fan der Filme ist es natürlich geil, dass ich jetzt in meine Sammlung stellen kann. Wollt ihr dafür haben? Okay. Wie viel? 40%. Was soll denn so ein Spiel da irgendwas? So, alle Unterschiede, ja. Das hier zum Beispiel. So, drei machen? Ja. Resident Evil 5 in der Gold-Edition, komplett mit Anleitung und CD, im absolut neuwertigen Zustand. Was von der PlayStation 1? Hast du eine? Ja, eine haben. Was soll die kosten? 10. Hast du nicht mehr dabei, wa? Nee. Ja, wenn ich bei der weißen 10er habe, ist mit 10er zu viel, also irgendwie. Da brauchst du einen Controller, musst du bei der. Also mit Controller zusammen und alles. Ich hab nur das da. Ja, ja, glaube ich ja, aber. Ne, die 5er. Ja, mehr oder weniger mag ich nicht. Ja, da finde ich bestimmt noch. Ja. Ja, aber danke. Ja, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Der Typ kam auf mich zu und meinte, ob ich eine PlayStation gebrauchen kann. Ich glaube, ich hatte noch eine PS3-Spiel in der Hand. Hat er deswegen wahrscheinlich gefragt. Ja, er wollte halt erst so einen 10er haben und dann dachte ich mir, ach komm, für einen 10er ist mir irgendwie zu viel. Da hat er jetzt ja ganz großzügig gewesen, ist nochmal runter auf einen 5er, dachte ich, ach, ich weiß nicht so richtig, bin erstmal los. Und dann dachte ich mir, ach komm, scheiß, gehst du nochmal hin, für 4 Euro nimmst du die mit und dann hat er geklappt. Die werde ich jetzt nochmal schön sauber machen und dann weiß ich noch nicht, ob ich die behalte, weil ich habe nämlich schon eine oder ob die wieder weggeht. Ich denke mal so 10, 15 Euro kann man dafür auch nochmal kriegen. Dann machen wir 4, dann nimmst du mit. Morgen. Was wollen Sie hier haben? Die Spielkonsole? Achso. Wie heißt den? Chef. Hat sie mir schon dreimal gesagt. Morgen. Für die Spielkonsole, was Sie dafür haben wollen? Alle drummeln ist mit Beschreibung, 30. Ein Spiel ist das, Mario, ist alles komplett. Ja, da wissen die 30. Können wir da noch ein bisschen drüber reden? Ja, cool. 25, dann ist aber auch Ende. Ich hatte jetzt gesagt 20. 25 ist nicht, ne? Da ist ja alles komplett noch. Und dann sind zwei Dinger auf zwei Spielen. Ja, die sehen dann nicht mehr so schön aus, war das schon so. Schon so gelb. 22 und jetzt ist letztes Jahr ist mit dabei. Alles dabei. Schnappi.
Das ist zweimal benutzt oder so. Die Tochter hat ein bisschen Schenkel gekriegt und wollte das nicht mehr. Naja, dann machen wir 22. Leute, der Gamecube, das ist natürlich auch wieder der Hammer. Ja, ich sag mal, der ist jetzt nicht mehr der schönste, der ist hier vorne schon ziemlich gelb. Allerdings ist noch richtig viel Zubehör dabei. Unter anderem halt diese Memory Card. Zwei originale Controller, der ist schon so ein bisschen abgegriffen oder beziehungsweise gelb am Daumen. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Netzteil, Anleitung. Dann wie es aussieht, wahrscheinlich ein RGB-Kabel. Auf jeden Fall ist es mit SCART. Sieht ja auf jeden Fall stark danach aus. Und als Highlight dazu Wario Worlds. Also ganz ehrlich, das ist ein krasses Spiel. Das geht ja so schon alleine bei eBay für 20, 30. Anleitung ist dabei, CD sieht aus wie neu. Würde ich sagen, richtiger Top-Schnapper für 22. Morgen. Ich hab den PlayStation-Spiel gekostet. Was willst du ausgeben? 1 Euro, dachte ich. Haben wir 3? Nee. Du hast schon beklebt, das ist ein bisschen schade. Ja, ich hab's versucht abzukriegen, ehrlich gesagt. Ja. Machen wir 2,50 und dann kannst du dran. Bitte? 2,50 und dann kannst du dran. 1,50 würde ich mal gehen, aber sonst. Machen wir 2. Nein. Ja? Jo, würde ich sagen, machen wir erstmal eine neue Hülle rum. Hex! Anleitung ist dabei. CD sieht gut aus. Kann man nicht meckern. Zu Hause allerdings nur CD selbst, ohne irgendwas. Ich geh das Ding an, das Ding ist top. Ja, sieht gut aus. Ja. Machst du 28 für das? Ist guter Preis. Also da bin ich ein bisschen härter, weil das ist so gefragt. Ja, kommt der. Ja. Ey, jetzt mal ehrlich, bei welchem Händler kriegst du denn Frontschweine für 30 Euro? Selbst wenn der weiß, dass das ein teurer Titel ist. Selbst bei eBay zahlst du dafür mindestens 60 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Ich hab's bis jetzt leider nur als einzelne CD gehabt, deshalb freut mich jetzt umso mehr für diesen geilen Treffer. Anleitung ist dabei, CD sieht aus wie neu, kommt auf jeden Fall direkt in meine Sammlung. Frage, was kosten die? Sollen wir probieren? Sollen wir mal? Oder ist die zu eng? Ne, die sind schon gut. Machen, geben sie für 3 her? Nee. 4? Nee. Also nein, die das für ein bisschen handeln, also für Duty-Gefühl. Ja, okay. So, und jetzt mal ehrlich, es müssen doch nicht immer nur Videospiele sein, oder? So eine Botten sind dann natürlich auch richtig geil. Für 4 Euro, meine Frau hat sich richtig gefreut drüber. Angenommen, ich stelle die jetzt bei eBay rein, dann sind die garantiert in einer Stunde weg und das für 20 oder 30 Euro, kannst du loben. Verzeihung? Was wollen Sie dafür haben? Für 2 nehme ich mit. 50. Gut. So, und wenn du Knight Rider nicht kennst, dann holst du das bitte unverzüglich nach. Du hast auf jeden Fall was verpasst.
kostet dein DS hier? Das ist jetzt der letzte ohne Ladegerät, 15. Achso, ohne Ladegerät? Ja, das habe ich nicht mit. Ist der denn ein bisschen geladen jetzt, das irgendwie? Der ist. Also, der war auf jeden Fall geladen und funktioniert. Ah, jetzt, ja, ja, ist ein Duster, jetzt die Sonne ist hell. Willst du so einen Zehner machen? Nee, 10 kann ich nicht. Ja, weil das ist mir dann schon so ziemlich ja, vergilbt. Ne? Also 12 würde ich noch machen, weiterhin. 10. Ich mach noch mal eine Runde, wenn er da ist, ich überleg mir das, ja? Danke. Und hast du noch mal überlegt, ob wir machen können? Na, bei 12 waren wir noch. Ja. Ich war bei 10. Funktioniert. Was mich halt daran so ein bisschen abschreckt, ist, dass er nicht so stirbt. Also, na, nicht böse meint, aber der ist halt dreckig. Der Stift ist nicht da und Ladegerät dann, ne? Ladegerät wäre jetzt nicht so schlimm, da habe ich vielleicht sogar noch eins da, aber. Ich würde noch mal 11 machen, aber das ist doch schon wirklich. Die ist dabei in die Tasche oder wie? Achso. Eine Tasche für 12. Nee, ach so, nee. Das ist nicht so meine Farbe. Ja, na gut, dann machen wir 11, ja? Ja, das ist. So, Ladegerät habe ich gefunden, sagte ich, habe ich noch da. Jetzt könnt ihr euch den selber mal so ein bisschen ankicken. Ich finde, der sieht halt so ein bisschen gelb aus. Ich werde den höchstwahrscheinlich entweder schraube ich ihn auseinander und mache ihn sauber oder ich bestelle mir gleich ein neues Case und baue den dann komplett um. Aber ansonsten ist der ganz gut. Wie gesagt, Display funktionieren beide, hier eine Kratzer drauf. Der originale Stift fehlt zwar, aber den kriege ich bestimmt noch irgendwo. Ich meine 70 neu mit einem, ne? Und Verlängerungskabel. Na, 50 mittlerweile neu. Achso, 50 mittlerweile neu. Das ist ja gar kein Originalcontroller, sehe ich gerade, ne? Ich habe einen Nachricht gekauft, weiß ich nicht. Nee, steht da nichts. Nee, da müsste Nintendo draufstehen hinten. Das ist original. Ach, das kann sein, ja. Das macht den Unterschied aus. Na, dann machen wir 30. 25 hätte ich gesagt. Machen wir 27. 26? Okay. Ja. NES Mini in der Originalverpackung mit allem drin, was drin gehört. Inlay ist da drin, der Controller ist da drin, die Beschreibung ist da drin, das USB-Kabel ist drin, das HDMI-Kabel ist drin. Wie gesagt, die Box sieht auch noch wunderbar aus. Es ist ja von meiner Seite aus wie neu. Dazu gab es dann noch 2 Verlängerungen und immer so ein Third-Party-Controller. Da sieht man aber auch, dass der nicht original ist. Erstens mal sieht er schon so ein bisschen, als wäre er vergilbt. Und da steht auch nirgendwo was von Nintendo drauf. Und ich denke mal, 26 Euro ist ein super Deal für die ganzen Sachen hier. So, dann blende ich euch jetzt noch den Gewinner von dem Plakat hier ein, beziehungsweise von diesem Poster. Diesmal hat Shortcut Films gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Melde dich bitte unter folgender E-Mail-Adresse. Dann klären wir alle weitere. Ich schicke dir das dann raus. Ich kenne da jetzt nicht jeden von euch die Haare, seid ihr bekloppt? Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt bitte dran, wenn euch das gefallen hat, lasst unbedingt ein Abo da, dann verpasst ihr, wie gesagt, kein Video mehr. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich blende euch jetzt hier noch ein paar Videos von mir ein, beziehungsweise eine Playlist. Die könnt ihr euch damit reinziehen.